Mittagspause beim Digiturn in der Schleswig-Holsteinischen Landesvertretung. Da draußen ist auch irgendwas los. Man sieht einen Tabaluga-Drachen und ganz viele Leute mit Kameras. Und irgendwo mittendrin ist Peter Maffay, der zeigt, wie man über die Straße gehen kann. Jetzt haben wir genug Live-Zuschauer, sodass wir zu den Wesentlichen schalten können. Wir sitzen, stehen hier zusammen mit Hannes Klöpper, der Gründer von Iversity und damit auch der Ideengeber überhaupt für das Projekt MOOC Fellowship. Wir haben gesagt, wir machen zwei Fragen. Einmal kurzes Fazit. Was ist aus den Projekten geworden? Was würdest du sagen, hat dieses Projekt vor allem gebracht? Und dann wollen wir noch mal gleich in die Zukunft schauen, was Iversity als nächstes plant. Fangen wir mit dem ersten an. 10 Kurse gemacht, 240.000 Teilnehmer. Was bedeutet das qualitativ? Ja, 10 Kurse und 42.000 Teilnehmer sind ja auch nur die Kurse, die jetzt aus dem Fellowship-Programm hervorgegangen sind. Mittlerweile haben wir schon 1 Million Kurseinschreibungen auf Iversity verzeichnen können und da ist natürlich viel passiert. Es ist, glaube ich, am Anfang war halt viel Experimentieren und es sind viele neue Erkenntnisse darüber, was funktioniert, was nicht funktioniert, wo Lehrende, glaube ich, viel mitgenommen haben, Studierende viel mitgenommen haben und das Ganze wird sich stetig weiterentwickeln. Also das Ende der Fahnenstange ist ja, glaube ich, noch lange nicht erreicht. Iversity ist auch schon längst nicht mehr das, was es 2013 war. Auch ihr wandelt euch ja sehr schnell. Du hast eben in deinem Talk ganz kurz vorgestellt, was euer neuer Schwerpunkt sein wird, nämlich? Wir gehen jetzt stark in den Weiterbildungsbereich. Wir haben natürlich weiterhin die offenen Online-Kurse. Also es gibt zum Wintersemester jetzt, ich glaube, knapp 30 neue MOOCs, die wir ankündigen. Insofern geht das weiter. Das sind halt Hochschullehrangebote, im Prinzip semesterlange Lehrveranstaltungen oder aber auch innovative Formate, wo irgendwie im Bereich Social Innovation oder dem Changemaker-Move von Christoph Korbes ganz Neues ausprobiert wird. Ja, hinzu kommen jetzt eben kostenpflichtige Weiterbildungsangebote, die sich an berufstätige Unternehmen richten, die wir gemeinsam mit Hochschulen, aber auch mit Unternehmen entwickeln, die praxisrelevantes Wissen vermitteln. Gibt es irgendwas, was du schon an konkreten Sachen, die jetzt noch nicht auf der Plattform sind, verraten kannst, was demnächst da zum Beispiel als Angebot erscheinen wird? Ja, also der erste Weiterbildungskurs, den wir jetzt kürzlich angekündigt haben, ist der Kurs Visual Thinking for Business, den wir zusammen mit der WAU produzieren. Es gibt aber jetzt auch noch eine Reihe weiterer Kurse, die in eine ähnliche Richtung gehen, wo es so, wie gesagt, um konkrete praxisrelevante Fähigkeiten geht. Networking, Community Management, Design Thinking. Diese Themen dieser Art, die es einem ermöglichen, so konkret im Arbeitsalltag einen Mehrwert zu erzielen, dadurch, dass man so einen Kurs teilnimmt. Alles klar. Alles Gute für eure Arbeit und heute erstmal noch einen spannenden Konferenztag. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Alles Gute.